Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Homehive Tutorial. Heute der 5. Mai. Und wir sind nach wie vor in unserer 14-tägigen Volksdurchsicht. Wir machen heute jetzt noch ein bisschen was extra, weil ihr seht, ich habe ja hier zwei Futterkisten aufgesetzt. Das waren sozusagen die Wachsdeckel von der Ernte, die ich dann dem Volk immer wieder als Waschmaschine geben kann. Und wie man jetzt auch dieses Wachs dann ernten kann, zeige ich euch heute sozusagen extra. Ansonsten haben wir hier ein Bienenvolk, wo noch keine markierte Königin hat, da wir die vor 14 Tagen nicht gefunden haben. Das Volk war ja auch zum Schwarmtrieb auch schon draußen. Das heißt, das ist gar nicht so schlimm, wenn man dann die Königin nicht sofort findet. Man hat ja auch noch die nächsten Wochen Zeit für so eine Aktion. Trotzdem gucken wir, ob wir sie heute dann doch mal finden. Ihr müsst, wenn ihr so Entdeckungswachs abschlecken lässt von den Bienen, mit dem Smoker wirklich gut aufpassen, weil das Wachs nimmt sehr schnell Fremdaroma an und die bessere Variante, die Tiere wegzukriegen, ist nicht zu rauchen, sondern durch Schläge. Schlagen und rütteln ist die beste Aktion, um die Tiere wirklich wegzukriegen. Und dann natürlich Zeit und Geduld. Wenn man es übereinander stapelt, dann funktioniert es nicht. Die Tiere brauchen Sonnenlicht, um wegzukommen. Vibration und Sonnenlicht sind die zwei Punkte, wo sie einen Abgang machen. Und dann könnt ihr das Wachs nachher einfach zusammenkippen und in den Wachseimer rein. So, wie immer bauen wir jetzt erstmal die Honigräume runter. Ja, der ist auch schon wieder voller geworden. Das waren sozusagen alles, die, ich zeige euch das mal. Das waren ja die Waben, die wir geschleudert haben. Die wurden in der Schleuder entdeckelt. Und dann gibt man das den Tieren wieder zurück als ausgebaute Mittelwand. Dann geht nämlich die nächste Honigernte wesentlich schneller, wie wenn man denen nur Mittelwände geben würde. Das ist ein kleiner Imkertrick, den Bienen die ausgebauten Waben zurückzugeben. Und wenn ihr keine Probleme mit Wachsmotten haben wollt, dann empfehle ich, auch nur mit gelben Waben zu arbeiten. Hier die Naturwabe wollen zu verbrücken. Das mag ich nicht, deswegen machen wir das Ding gleich mal weg, bevor es schlimmer wird. So, und wenn ihr jetzt halt gucken wollt, dass die Tiere nicht wieder anbauen, dann muss hier das auch glatt gezogen werden. Sonst war die Arbeit komplett umsonst. So, sieht schon mal besser aus. Hier ist nichts verbrückt, also kann ich direkt absetzen. Wir können ja mal kurz zum Spaß unsere Naturwabe angucken. Weil jetzt für den Fall, dass die schon verdeckelt wäre, könnte ich die ja sofort abernten. Aber nein, das hier dauert noch, wie man sieht. Dann gucke ich mir die andere Naturwabe jetzt auch gar nicht erst an. Nur wegen einer Wabe abernten, das ist natürlich Blödsinn. Oder dann muss ich leider so rein, weil die Wabe so dick ist. Okay. Seht ihr diese Biene hier mit diesem Blütenpollen? Das ist der Blütenpollen vom Bastard Indigo. Und der Bastard Indigo ist gleichzusetzen von der Effizienz wie der Oyodia, der Bienenbaum.
Das ist der Bastard Indigo, Amorpha fruticosa. Ich habe hier nur einen einzigen stehen. Und dieser kleine Strauch reicht aus, dass ich hier in jedem Bienenvolk hier bei mir vor Ort überall diesen Blütenpollen drin finde. In den kleinen Begattungskisten, in meinem Homehive-System für die Königin da oben. Und da stehen nochmal zwei Begattungskisten hinter den Kiwis. Plus hier dieses große Muttervolk. Und alle haben diesen Pollen vom Bastard Indigo drin. Das heißt, das muss halt echt eine richtig tolle Bienenweide sein. Hier auch schon wieder, ne? Also das ist wirklich omnipräsent. Ihr seht, dass hier die Bienen etwas eine Kurve gebogen haben. Das drücken wir denen rein und dann spiegeln wir die Wabe, dass es nicht nochmal vorkommt. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Königin. Deswegen gucke ich jetzt nicht im Doppelblock, sondern ich schaue die jetzt alle einzeln durch. Auf so einer Wabe ist es immer sehr wahrscheinlich, dass die Königin drauf ist. Weil auf einer Honigwabe oder einer Pollenwabe oder auch einer verdeckelten Wabe hat die Königin ja eigentlich gerade keinen Job zu tun. Heißt nicht, dass sie da nicht sitzen kann, aber man guckt natürlich besonders gut auf die Waben drauf, die auch die Fläche bieten, um der Königin eine Eiablage machen zu lassen. In diese Näpfchen gucke ich trotzdem hin und wieder rein, aber Schwarmzeit, wie gesagt, ist ja durch. Kunstschwarm haben wir gezogen, der alten Königin geht's gut, die sitzt immer noch in Wolfe Zweier, hat ein schönes neues Volk gegründet mit den 1,5 Kilogramm Bienenmasse. Und hier haben wir schon längst eine begattete Tochter drin. Auch diese Königin hier hat ein besonders schönes Brutnest. Also da kann man sich gar nicht beklagen, das ist richtig hübsch. Da seht ihr wieder den Bastard-Indigo-Pollen. Den kann man übrigens deswegen auch verifizieren, weil der so einen ganz besonderen Geschmack hat. Fast schon wie so eine Passionsblume, Maracuja. Was man hier auch erkennen kann, dass die Bienen bereits ihre Männchen abgestoßen haben. Wir haben hier noch vereinzelt die Drohnen drin. Aber man sieht, dass die Bienen die Männchen jetzt nicht mehr haben wollen, dass die kurz davor sind, die komplett rauszuschmeißen. Neue Drohnenbrut habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und dafür habe ich gerade eben die Königin entdeckt. Nicht auf dieser Wabe, die gucke ich jetzt nur mal zum Spaß an. Wunderbares Brutnest, muss man nochmal sagen. Die Königin ist gerade hier lang gelaufen. Hoffentlich ist sie nicht wieder weg. Ne, da unten ist sie. Also für mein eigenes Verhältnis hätte ich mir jetzt gewünscht, dass die Königin ein bisschen orangener wurde, aber ist sie nicht. Es ist eine Tigerkönigin geworden. Ist trotzdem eine sehr, sehr hübsche und man sollte, wenn man Königin anschaut, auch nicht auf den Hinterleib achten. Also nicht die Länge des Hinterleibs ist ausschlaggebend, sondern die Dicke des Thorax. Der dicke Thorax, der bestimmt über gute Königin, schlechte Königin. Ihr seht, ich halte die Königin genauso wie ein Haufen voller Bienen. Passieren kann da gar nichts. Grundvoraussetzung ist, Hohlraum in der Hand bilden. Jetzt brauchen wir einen Zander-Schlupfkäfig. Die Königin kommt immer nach oben. Also sie läuft automatisch nach oben. Ne? Das muss man wissen als Imker, dann kann man seine Handgriffe dem auch steuern. Und da wir jetzt hier auch gucken müssen, dass wir Räuberei vermeiden und das Thema Königin markieren, kann ich so im Nachhinein die Königin vors Flugloch setzen und dann reinlaufen lassen. Deswegen schließen wir jetzt hier erstmal alles wieder. Der Richtung rein. Gerade ein kleiner Holzverzug, vermutlich wegen dem schlechten Wetter die Tage. Ja, Drohne muss natürlich weg, weil die kommt ja bekanntlich durchs Abspiegeln dann nicht durch. Erster Honigraum wieder drauf.
Wachsbrücke noch entfernen. Zweiter Honigraum drauf. Fast weg, hier sind die Bienen. Nochmal drauf klopfen. Kommt schon, alle weg, glaube ich. Und hier auch nochmal klopfen. So, nach wie vor ist dieses Bienenvolk auch meine Waschmaschine, also immer noch. Und hier habe ich ausgeschleuderte Waben drin. Beziehungsweise die ersten zwei sind tatsächlich nur die ausgeschnittenen Naturwaben gewesen, die aber jetzt total honigversifft sind. Und deswegen nehmen wir doch einfach mal den ganzen Turm hier mit. Seht ihr, er ist wirklich versifft und die Bienen hier sind die Waschmaschine und die werden jetzt hier diese ganzen Rähmchen, wie gesagt, das waren ausgeschnittene Naturwaben. Wir können uns auf die Bienen hundertprozentig verlassen, nach zwei Tagen sind die Rähmchen picobello sauber und dann können wir die Rähmchen kratzen, nochmal vielleicht nachjustieren, falls irgendwas wackelt. Aber in allen Fällen sind sie einfach dann gut bearbeitbar. Oh, okay, und hier auch so Details müssen wir in der Imkerei immer gut achten. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Honigklecks. Und das kann später zu einer ganz massiven Räuberei führen. Deswegen arbeiten wir da immer ganz akribisch. Weil den Deckel brauchen wir nachher noch zum Schleudern. Na, bleibst du drauf? Na, ich glaube, der will nicht. Hier auch noch mal gucken, dass hier an der Seite bloß kein Honigtropfen ist. Sieht aber alles hier gut aus. Haben wir sauber gearbeitet. Und dann machen wir erstmal hier das ganze Ding wieder zu. Eine Stockkarte. Wir haben keine Drohnenbrut geschnitten. Wir haben den Juni. Verhalten war gut. Gesundheit war gut. Entwicklung war auch gut. Bautrieb fand ich nicht so toll, Honigertrag war aber schon wieder ein Plus, Propolis kann ich noch nicht bewerten. Und jetzt kommt hier noch die Königin hin. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, es ist nicht mehr ein Ligustica-Hybrid. Daraus ist ein Hybrid entstanden. Die Ligustica-Hybriden sind laut meiner Bezeichnung knallorange. Und wenn sie schon getigert sind, dann ist es ein Hybrid. Und Hybriden bekommen bei mir einen grünen Punkt. Dazu brauchen wir den Königinkleber. Ich habe mir einen neuen gekauft. Ich hoffe, der taugt jetzt diesmal was. Wir brauchen einen Zahnstocher. Ein Opalitblättchen in der passenden Farbe. Ich nehme immer die mit Nummerierung. Ja, komm raus. So, die 10. Das ist eine gute Nummer. Für eine gute Königin. Die Königin kommt wieder nach oben. Immer diesen Trick nutzen. Wir warten kurz. So. Jetzt muss sie nur noch in die richtige Richtung. Wunderbar, das macht das Tier schon heute von alleine. Dann wird sie hier ganz vorsichtig mit den Fingern in den Schraubstock gespannt. Es ist wichtig, dass alle Beine durchbaumen. Deswegen muss man das ja nachjustieren. Dann brauchen wir einen ganz kleinen Tropfen von dem Kleber. Schön auf die Mitte vom Thorax. Mit der anderen Seite mit etwas Spucke können wir den Punkt am Zahnstocher fixieren. Und dann muss man den Punkt tatsächlich ganz vorsichtig festdrücken. So, super. Und dann lassen wir die Königin fallen. Na, die hat sich jetzt festgehalten. Das Fallenlassen ist eigentlich wichtig, dass die Königin sich nicht mit dem Bein an euren Fingern festhält und dann eventuell sich dreht. Und dadurch der Punkt dann vielleicht mit eurer Haut wieder in Kontakt kommt und sich der Punkt verschiebt. Weil
Das Schwierige beim Königin markieren ist noch nicht mal die Handführung, sondern der Moment, wo die Königin losgelassen wird. Wenn da was schief geht, dann kann das passieren, dass der Punkt sich verschiebt. Und nichts Schlimmeres gibt es wie einen verschobenen Punkt, wo der Kleber gerade am Festwerden, also am Festwerden ist. Da muss man einfach nur üben. Also ihr fängt mit Männchen an und dann könnt ihr mit den Bienen üben. Die haben nämlich einen Stachel und wenn die euch erwischen, dann wäre die Königin auch nicht gut markiert. Und jeder Mensch, der eine Biene perfekt markieren kann, freihändig, kann sich das auch mit jeder Königin der Welt trauen. So, und ihr seht, ich tue die jetzt einfach nur 10 Minuten hier vors Flugloch. Passieren kann da nichts, man darf sie nur nicht vergessen. Und nach 10 Minuten lasse ich die einfach durchs Flugloch wieder reinkrabbeln. Und dann ist ja natürlich auch hier die Kontrolle durch. Hier schreiben wir noch hin, es ist die Grün Nummer 10. Machen wir hier wieder alles dicht. Und wir gucken in genau 14 Tagen dieses Bienenvolk wieder durch. Die 14-tägigen Kontrolltermine sind übrigens nach dem Schwarmtrieb deswegen wichtig und auch relevant, weil es kann ja auch immer wieder passieren, dass eine begattete junge Königin nochmal Serien von Drohnenbrut reinlegt, speziell im Homehive-System, weil es eben sehr naturnah ist. Und wir wollen einfach die Drohnenbrut nicht verpassen, weil wenn sie dann belastet ist mit Milben, müssen wir Imker das erkennen und können dann die Biotechnik nutzen und können dann so die Varroa-Milben über die Brutentnahme von Männchen wirklich regulär aus dem Bienenvolk rausziehen, ohne den Gesamtmechanismus, sag ich mal, zu sehr zu schädigen. Die Alternativen wäre, man lässt die Drohnen alle drin und muss dann das Bienenvolk mit anderen Methoden behandeln. Und die sind eben nicht so toll für ein Bienenvolk, wie wenn man einfach nur die Männchen rausnimmt. Was jetzt noch übrig geblieben ist, ist hier unser Trester, also die Entdeckungskappen. Und ihr seht durch die Zeit, da ist schon mal gar keine Biene mehr. Das heißt, wir können hier direkt wegkippen. Ich habe da immer einfach nur diese Planfolien drauf gemacht, weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr unter Umständen das Problem, dass die Bienen da gar nicht, also dass die Bienen das hier ankleben in eure Futterwanne. Und das ist eine Heidenarbeit, das wieder rauszukratzen. Und deswegen ist eine coole Idee, da einfach eine Folie rein. Weil wenn sie die Folie ankleben, dann braucht ihr die nur ein bisschen knicken und es ploppt wieder auf. Und hier sieht man auch nochmal schön den Beweis, dass die Biene wirklich nur einen halben Zentimeter durchfressen kann. Wenn das zu hoch ist, dann kommt sie einfach an die unteren Stellen vom Honig nicht mehr hin. Hier sind jetzt noch ein paar Bienen übrig. Die müssen wir halt manuell dann rausschmeißen. Komm her. Hier nochmal ein schöner Trick. Seht ihr, wie ich die Tiere greife? Ich mach das nochmal. Na okay, es ist zu spät, aber ihr habt es ja gesehen, also ich greife die am Thorax, genau wie eine Königin. Und da die Bienen eben ihre, also eine Wespe könnte sich rumbiegen und euch einen Finger stechen und eine Biene kann das nicht, weil sie kann ihren Hinterleib nur hoch und runter bewegen, aber eben nicht seitlich. Und deswegen kann man Bienen, wenn man gelernt ist, da relativ gut greifen, ohne dass die einen erwischen. Und da bei uns die Honigernte jetzt mit anderen Völkern weitergeht, habe ich ja hier schon alles perfekt geladen. Bedeutet, ab wieder in den Honigraum. Für die nächste Füllung. Das war's für heute, für das Sonntagsvideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Unterstützt unser Permabees-Projekt, zu finden unter permabees.org. permabees.org. Einfach mal reinschauen. Und was mich natürlich auch freuen würde, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Die Spendeneinnahmen gehen nämlich bei uns nicht nur in meinen eigenen Geldbeutel, sondern größtenteils in unser Permabee-Projekt. Und damit wollen wir ja, wie gesagt, die Insekten unterstützen und das Thema Insektensterben aufbrechen. Schaut's euch an und habt noch einen schönen Tag. Wiederhören. Ciao.